like the bad things. All in all, give me the bad dreams. Ja, wenn Chefin kommt, dann heißt es eigentlich nichts Gutes. Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen, guten Morgen. Wie geht's? Wie steht's? Morning. Oder es heißt was Gutes. Unsere vorletzte Challenge wird eine richtig schnelle Nummer. Rein, raus, fertig. Jungs, kennt ihr, oder? Mike. Ja. Oder? Kennen wir. Ist bekannt. Ja, ja. Ihr könnt euch einfach mal zurücklehnen und müsst nicht mal was machen. Würde mal besser, oder Paco? Natürlich. Natürlich, natürlich. Ja? Die heutige Challenge funktioniert so. Ihr drückt die Daumen und ich drück den Buzzer. Und dann ermittelt unser absolut unbestechlicher Zufallsgenerator 4 Gewinner. Sophia macht einmal den Buzzer und wir wissen, wer es ist. Da brauche ich gar niemandem irgendwie den Schweiß von der Stirn nehmen und irgendwas spuckschlucken. Da haben wir es einfach so. So schnell seid ihr noch nie auf ein Date gekommen und ich noch nie so schnell zum Catering. Schnitzel in Rahmsoße, ich liebe Thailand. Win-win. Oder? Und jetzt gucken wir halt, ne? Wir sind alle voll gespannt. Und wer geht denn heute safe auf ein Date? Darf ich dann schwingen? Und zack. Gott, ich habe keine Kontakte mehr. Mike! Du gehst safe auf ein Date. Ja, super. Wollen wir mal sehen, wer deine Partnerin ist? Bin ich auch gespannt. Ja? Und zack. Mike geht mit Sabrina. Ich hab's Sabrina. Vermutet, Alter. Nein. So, das erste Datepaar steht fest. Super. Wollt ihr schon mal zu mir kommen? Ja, ja. Dass sie mit Mike geht, ist natürlich so. Das Hütchen hier heute. Ja, ne? Ja, ja. Gemischte Gefühle, mal gucken. Nächstes Datepaar, seid ihr bereit? Ready. Ja. Emanuel! Endlich. Du gehst heute auch safe auf ein Date. Jetzt hat's mich getroffen. Jetzt darf ich zum ersten Mal in ein Date. Freue mich. Ja? Mhm. So. Wer ist deine Partnerin, lieber Emanuel? Bring uns die Kim jetzt. Und Steffi. Steffi. Geil. Ach, das kommt auch mal zu meiner Rechnung. Hab mir was Besseres heute vorgestellt. Ja, gehen wir auf Bett, oder? Hey, ja. Ja, das war kurz und schmerzlos, würde ich sagen, oder? Viel Spaß auf dem Date, ihr vier Hübschen. Und ihr habt die Qual der Wahl. Entscheidet weise, es ist die vorletzte Matchbox-Entscheidung. Ich sehe beide irgendwo als Perfect Match. Macht's gut. Achso, ich dachte, wir gehen auf Erste Intuition, wer ist dann? Ja.